Die Waffe von der Königin von Saba ist ein legendäres Schwert. Hoffentlich ist es die Suche nach den Bruchstücken wert. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance, Part 177. Ja, jetzt müssen wir quasi zu dem Schmied gehen. Nicht nur quasi, auch tatsächlich. Nämlich nach Sasau. Genau, da ist es ja schon. Denn der muss es zusammenflicken, na, irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich da so überzeugt bin davon, so ein zusammengeflicktes Schwert zu nutzen. Werde ich, wie gesagt, vielleicht sowieso nicht tun, da es ja ein Langschwert ist. Und ich habe mich mehr oder weniger so auf Bastardschwerte jetzt, Schwerter, festgelegt. Und ja, mal gucken. Ich gucke es mir einfach mal an. Kann natürlich sein, dass es so wahnsinnig gut ist, dass da kein anderes Schwert rankommt, ne? Alles denkbar. So, wo war denn jetzt der Fuzzi? Der uns das wieder zusammensetzt. Ich glaube, der war da vorne, oder? Genau, entgegengesetzt. Ganz toll. Ach man. Naja, dann haben wir das wenigstens endlich geschafft. Genau, ich glaube, hier ist er. Da sieht es so verdächtig aus. Da qualmt es schon. Na also. War der mit dem Schnäuzer, oder? Genau, und das ist der nicht. Fisch, der Kopf das Beste, Fischschenkel, Fischtitten und all die Reste. Okay. Immer geile Sprüche drauf manchmal, ja? Also, nee, dann war er hier. Wir leben ja hier in direkter Konkurrenz. Ach, da ist er ja. Haha, Waffenschmied Fink, genau, siehst du doch. Gott sei mit dir. Ja, mal gucken. Hängt davon ab, wie gut das Schwert ist. Ich habe alle Teile des Schwertes. Es Na, endlich kann man das leicht, sagen. Aber ich habe alle Teile. Nee, das war es echt nicht. Wirklich? Unglaublich. Gib sie her. Dann mache ich mich unverzüglich ans Werk. Hier, dein Geld. Komm morgen vorbei, wenn du das Schwert sehen willst. Oh. Bis dahin sollte es fertig sein. Ist ich gut. Hoffe. Danke. Gott behüte dich. Spiel gespeichert. 150 Groschen, der will mich doch verarschen. Pass auf. Dann müssen wir das Ding kaufen. Da will ich ja lachen. So, können wir hier irgendwo nicht hin? Ach, da gab es doch eine Taverne. Aber die wollen immer meine Zisterne. Ist mehrere Tavernen, das ist nicht. Ja. Nehmen wir die da jenseits des Flusses. Jetzt bin ich irritiert. Na komm, Gaul. Geht schneller. Wo ist denn der Gaul eigentlich? Na Mensch, wo hast du denn wieder? Wo hast du dich denn verlustiert? Hä? Ich glaube es ja nicht. Muss dich mal wieder ein bisschen züchtigen, wa? Ja! Ah, wir können mal in die Dings gehen hier. Ins Badehaus, ne? Ja, war mal lang schon nicht mehr. Wo ist denn hier das Badehaus? Da oder da? Gibt es hier mehrere Badehäuser? Okay. Kann natürlich sein. Oder ist es einfach nur ein Zelt? Ich glaube, es ist einfach nur ein Zelt. Sieht so kumanmäßig aus. Gut, dann gehen wir da hin. Egal. Gut, nochmal zurück. Kommando zurück. Ja, da kann man doch bestimmt auch Zeit verbringen, auf jeden Fall. Hier ist es auf der anderen Seite, ne? Auf beiden Seiten. Nö. Ja, wie auch immer. Was? Supermädchen. Ja, klar will ich was von euch. Darauf könnt ihr einen, ja. Darauf könnt ihr wetten. Aber ich glaube, ich muss erstmal mit ihr reden. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Die Dienste des Bades in Anspruch nehmen. Ich möchte die Dienste. Was hättest du denn gerne? Alles, das ganze Programm. Ich möchte ein Bad nehmen und meine Kleider reinnehmen lassen, genau. Ich brauche Heilung, nee. Ein Mädchen, alles, was dazugehört. Haare schneiden lassen kann man sich auch, geil. Rasieren lassen. Ach ja, mal richtig fliegen, ne? Ein Bad. Genau. Und ich will mich erholen und meine Kleider reinigen lassen. Natürlich, aber zuerst das Geld.
Feilschen. Das ist mir zu teuer. Ja, $10. Und wie viel würdest du zahlen? Die Hälfte. Ne? Oder? Oh, so. Ist das genug? Was bist du nur für ein Knausel? sehr verstimmt. Ne? Mein letztes Angebot. Nun, etwas mehr und der Handel steht. Ey, wer knausert denn hier? Das verspreche ich dir. Lebe wohl. Nochmal gucken. So, jetzt gucken wir uns nochmal an. Jo, gepflegt aus. So. Ich möchte. Aha. Jetzt und noch was für den. Das erste war für den Körper. Na, jetzt suchen wir was für den Körper und den Geist. Ein Mädchen, da ist was zugehört, okay? Ich hätte gerne. Ein Bad. Zu zweit. Das lässt sich machen, aber du musst im Voraus bezahlen. Auch noch. Ja, haben wir ja vorher auch. Also das ist nichts Neues. Oh, das ist schon ein bisschen teurer. Ah, hier falsch. Das ist mir zu teuer. Und wie viel würdest du zahlen? Ja, kommt auf das Mädchen an. Das wissen wir ja vorher noch nicht. Wenn ich die Katze im Sack kaufen. Weil du es bist. Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. Das ist, glaube ich, nur so ein Standardspruch von denen, oder? Arg verstimmt. Du wirst es nicht bereuen, das verspreche ich. Mach's gut. Naja, haben wir ja genug Geld. Oh Gott. Muss ich was schneiden? Nein. Die Geräusche können wir ruhig drin lassen. Sie zeigen ja nichts. Neuen Menschen aus dem machen. Nun übertreibt man nicht. Habt ja ein gesundes Selbstbewusstsein, aber. Ne? Hey! Ist etwas passiert? Ist etwas passiert, Ohm? Also, das möchte man ungern hören. Grundgütiger, was denn? Hat gar nichts gemacht. Ey. Was hast du wieder angestellt, Heinrich? Na gut, dann müssen wir jetzt pennen gehen. Ah, ich glaube, jetzt kann ich die Rüstung wieder anziehen, ne? Genau. Ich glaube, das ist auch zuträglich für das Charisma, oder? Auffälligkeit nur. Okay, dann werden wir noch auffälliger. Ich hoffe mal im positiven Sinne. Ein Silberring. Noch auffälliger. Oh. Aha. Hä? Ach so. So. Wunderbar. Ja, Redekunst ist. Oh. Jetzt haben wir da dieses Wolfsgesicht wieder. Harr. Heinrich ist ein Tier. Okay. Vielleicht können wir jetzt da übernachten. In der Schenke. Naja, jetzt hört man, dass er wieder. In seinem Waffenrock hier unterwegs. Das ist ein Waffenrock. Spieler, ja, spielen könnten wir auch, aber nee. Auf gute Gesundheit. Wo bleibt mein Bier? Kann man hier pennen? Nee. Vielleicht. Ich hoffe, ich kann dir von Nutzen. Oh, jetzt haben wir auch ganz anders angeredet hier, angesprochen. Lass uns handeln. Brauchst du bei irgendwas Hilfe? Ja, fragen wir ihn mal. Soweit ich weiß nicht. Keine Quests, nix dergleichen. Achso, wir könnten jetzt nur was erwerben. Das Leben im Wirtshaus, was bringt mir das? Wenn ich das kaufen würde, ein Fertigkeitenbuch zum Thema Trinken und... Achso, Trunksucht, ja. Da sind wir schon, ne? Erfahren. Haben wir schon mal unsere Werte gesteigert. Ganz dramatisch. Wer ist denn das hier? Auch ein Spieler. Was? Du bist der Pater? Du darfst doch nicht spielen, Mensch. Du darfst doch nicht dem Spiel und dem Alkohol frönen hier. Was ist denn das? Pen kam bei denen nicht. Na gut, da muss ich doch nochmal rübersetzen. Ja. Ey, ey. Gut, ich könnte auch einfach warten, 12 Stunden oder so, aber. Oh Gott, wo bin ich denn jetzt gelandet? Nein, jetzt bin ich falsch abgebogen. Karte, wo bist du? Nö, bin richtig. Naja,
jetzt. Ja. Aber immer im Wasser halten hier, ne? Genau, hier war der Weg. Ja, das ist Gasthaus. Ja. Ich glaube, da kann man auch schlafen drin. Jo. Ich hätte gerne ein Zimmer. Ups, mein Gaul auch. Hoffentlich kann ich jetzt absteigen. Ja, mein Gaul, der steht ganz gut. Den können wir so lassen. Oh je. Ah, wir essen lieber am... Oh, ist ja gut besucht. Wo ist denn der Wirt hier? Stehlen, ne, bloß nicht. Aus Versehen wir Stehlen drücken. Kann man mal passieren, ne? Warte, ey. Bürger. Die ist hübsch. Aber ich bin schon vergeben. Vitus, den können wir da auch nochmal anfangen in der Quest, ne? Genau, Heinrich hat ja seine Theresa eigentlich. Na gut, mal kleine Ausflüge, sonst Badehaus. Ich glaube, das sieht sie nicht so eng. Gott sei mit dir. Lass uns Schlafplatz. Kann ich hier schlafen? Ah, da steht dann direkt Schlafplatz da. Okay. Für wie lange? Eine Nacht reicht. Eine Nacht. Gut. Wie immer. Oh, das ist ja günstig hier. Und dann nochmal falschen, da können wir nicht mehr viel. Naja, immerhin. Bisschen falschen können wir. Das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Ich finde es generell wenig, ne, was ihr dafür verlangt. Aber ist okay, muss ich euch ja nicht verraten. Du ziehst mir die Haut an. Ey, ihr wollt mich doch veräppeln, oder? Du hast es ganz. Na, das will ich ja hoffen. Also, naja, ganz allein muss ja nicht sein, ne? Schinder, was machst du da? So, was ist denn jetzt mein... Ist das mein Zimmer hier? Ne. Wo ist denn mein Zimmer? Das ist anscheinend. Hier darf ich sein. Hier darf ich sein. Hier geht's mir gut. Wunderbar. Ja, dann müsste der auch schon fertig sein, oder? Und 24 Stunden hat er gesagt. Aber vielleicht reicht es ja, wenn wir am nächsten Tag wieder bei ihm aufkreuzen. Mal gespannt, was mit dem Sperrt auf sich hat, ne? Aber die irgendwas dazu stehen. Super. Gab's ja auch damals bei Baldur's Gate. Ich glaube, die Idee haben sie da so ein bisschen aufgegriffen, ne? Aus Baldur's Gate 2. Da musste man ja auch mehrere Bruchstücke irgendwie finden von dem Schwert. Das wurde dann zusammengefügt. Ich glaube, es war dieses sprechende Schwert, wenn ich mich nicht irre, ne? Das hängt. Na, schafft's das heute noch? Nee. Ich glaube nicht. Müssen wir woanders rufen. Das ist spawned. Aber doch denken, was pfeift der hier? Gut, jetzt außer Sicht. Und das ist. Na also, geht doch. Mann. Stell dich doch nicht so an, Gender. Unser ehrwürdiger Gaul hier. So. Mit Ö. Wo war denn der Vogel jetzt? Der war doch gleich hier, ne? Na, bist du schon fertig? Nö, der ist nicht mal da. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Mann, diese Langschläfer. So, naja, ich denke mal, bei 9 können wir abbrechen hier, ne? Jo, das reicht. Schnell! Okay, wunderbar. Gibt es hier eigentlich auch einen Vogt, der vielleicht einen Auftrag für uns hat? Guten Tag, wie kann ich helfen? Na, das Schwert, Mann. Das ist Sand. Hast du das Schwert geschmiedet? Nein, ich sagte, komm. Wie spät denn noch? Mach's gut. Ist das ein Heini? Oh, der ist gerade dabei, das zu schmieden. Jo, der nimmt es wörtlich mit den 24 Stunden, fürchte ich. Verdammt. Muss doch nicht sein. Mach's doch nicht so kompliziert, Junge. Hm.
So, Wunderbärchen. Probieren wir es nochmal. Hast du das Schwert? Nein. Ich glaub's nicht, ja, der meint's wirklich wörtlich. Ja. Hast du was zu essen wenigstens? Diese ganze Warterei macht ganz schön hungrig. Scheiße. Gut, dann noch länger. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt warten muss. 16 Uhr. Kann ich gleich wieder pennen gehen. Toll. Na gut. Aber die Sattheit nimmt viel schneller, aber ist die Energie, erstaunlicherweise. Eine Stunde noch. Ja, komm, komm, komm. Hast es gleich geschafft. Ja, ja, ja. Oh, Leute, ey. Tja. So, jetzt aber, komm. Ey, der will mich doch echt rollen, oder? Ich suche mir gleich einen anderen Schmied. Wenn mir das zusammenbaut. Weiß nicht wie lang. 18 Uhr? Ja, wortwörtlich, 24 Stunden muss man warten. Okay. Ich weiß dummerweise nicht mehr genau, wann ich es ihm abgegeben habe. Aber so ungefähr müsste es hinkommen, ne? Ah, okay, es wird eingeblendet. Na, supi. Endlich. Hast du das Schwert geschmiedet? Und wie ich das habe. Wie ich das habe, dann ist gut. Es ist wundervoll. Sogar ich spüre seine Macht. Übertreib mal nicht. Ich glaube, das ist mein Lebenswerk. Oh, ich könnte nichts Besseres schmieden. Willst du es kaufen? Das ist ja eine gute Grundvoraussetzung gehabt, Junge. Wenn man eine gute Grundlage hat, dann funktioniert natürlich alles besser. Warum willst du es verkaufen? Kann ich es ausprobieren? Genau, dann hau ich einfach damit. Ha. Kann ich es schwingen? Hast du den Verstand verloren? Das Schwert ist nur für Kenner, die es zu schätzen wissen. Na, ich bin der Sohn eines Schmieds. Bist du ein Kenner oder nicht? Klar. Kann man nicht sagen. wegen des Schwerts. Wegen des Schwerts. Tschechische Königin war... Welche Macht wohnt in dem Schwert? Welche Macht wohnt... Na, welche wohl? Das Schwert brachte seinem Träger Glück und... So ein Klugscheißer. Ey, jetzt will er mit echt verkaufen, oder mit... Oder jetzt ist es weg. Jetzt hat er es gar nicht mehr, passt auf. Oh, bei meinem Glück. Oh, Messer scharf. Okay, hier können wir nochmal irgendwelche Bücher bei ihm kaufen. Altes Schwert, ne? Das wird es wohl nicht sein. Hat er das jetzt überhaupt noch? Vielleicht können wir das klauen bei ihm. Jetzt müssen wir das abermals klauen. Na gut, jetzt haben wir ja schon Erfahrung im Klauen hier. Ne? So ist es ja nicht. Ey, der hat nicht mehr. Der hat das Schwert nicht mehr. Ist irgendwas schief gegangen wieder. Ach nee, da ist es doch. Da ist es doch. Schwert der Königin von Saba, 2,1 Kahn. Das geht ja noch. Also teuer ist es jetzt nicht. Hätte jetzt mehr erwartet. Aber gut, wir haben es ja auch beschafft, ne? In erster Linie. Da ist ein Freundschaftspreis angebracht. Das legendäre Langschwert der Königin von Saba im Jahre des Herrn 1403 vom Sasauer Schmied neu geschmiedet. Hat er das damit einer Inschrift versehen oder wie? Minimum Stärke 12. Nahkampf. Nahkampf wird schlechter. Wieso das? Ist doch genau bei 77. Ach so, Stich ist schwächer sogar, ja? Das ist doch Stich, ja? Ist das Stich, ja? Genau, Schlagstich. Ach so, wird es ja auch direkt gezeigt, ja. Ey, das ist schwächer als mein kurzes... Okay. Das ist mein Bastardschwert, ja. Was ist denn das für ein Müll? Ne, das kannst du behalten, Junge. Das möchte ich nicht. Aber vielleicht klauen wir es ihm einfach. Obwohl, ist ja auch doof. Warum sollte ich es ihm klauen? Wenn ich es eh nicht brauche. Was hat er denn noch so für Schwerter? Also, wie gesagt, ich will in erster Linie Bastardschwerter verwenden. Schnitter, was ist das für ein Schwert eigentlich?
Waffenart. Das ist ein Kurzschwert, ja. So viel Mehrwert hier. Es hat eine viel schnellere Schlagabfolge und dergleichen mehr, ne? Ja, toll. Das hat's vollgebracht? Nicht. Ja, muss man sich, ja. muss jeder selber für sich wissen, ne, ob er das Schwert haben möchte oder nicht. Ich möchte es nicht. Ich brauche es nicht. Soll ja Glück bringen, aber ja. Gut. Vielleicht hat man einen kritischen Treffer oder sowas. Was hat denn mein Schwert aktuell? Welches habe ich denn? Stecher habe ich sogar. Das ist auch noch besser. 78. Na gut, ein Punkt mehr zwar beim Stechen, aber es ist halt besser. Es ist einfach mal besser. Ah ja, das ist dafür einen besseren Wert, ne? Im Schlag. Ja, im Schlag ist es ein bisschen besser. Stimmt, im Stechen ist meins sehr gut. Deswegen heißt es ja auch so. Na? Aber im Schlagen ist es nicht so geil. Das ist ein zusammengewürfelter Wert aus allem, oder was? Ja, keine Ahnung. Das soll die Stumpfen machen. Also die Wucht ist nicht... Ist quasi gar nicht gegeben. Na gut, ist auch ein bisschen leichter. Ne? Deswegen kann man mit dem... Ja, obwohl im Stechen sind alle Waffen irgendwie effektiver, habe ich festgestellt. Ne? Am Schlagen ist es relativ schwach. Naja, das sollte ich vielleicht mir mal näher angucken, diese Werte. Aber, ja, ne? Ich glaube nicht, dass der was Besseres hat. Lass uns handeln. Ja, diese Duellklinge. Okay, die ist auch im Schlagen besser, deutlich besser. Jo, ist ausgewogener, ne? Die Duellklinge. Das ist ein Langschwert, ja, Langschwerter, wie gesagt. Nö. Schnitter. Da ist im Stechen wieder schwach. Schwert der Königin von Saba, da ist es nochmal schön. Ah, das ist ziemlich ausgewogen, wie gesagt. Ne? Das ist in Ordnung, nur einen Punkt weniger als mein aktuelles beim Stechen. Aber Schlag ist halt sehr gut. Und Wucht hat es ein bisschen mehr. Ja. Söldnergespielen, ne? Finde ich ja witzig, den Namen. Spalter, ja. Stichel. Ja, das ist was ganz anderes. Teuer Gefährte, na, das kannst du ja in der Tonne klappen. Gut, nee. Da haben andere Schmiede bestimmt noch bessere Schwerter. So, ich guck mal, ob es hier irgendwo einen Vogt gibt oder so, der uns Aufträge erteilen kann. Sodass wir hier vielleicht noch die ein oder andere Quest mitnehmen. Ja, das war jetzt eine Enttäuschung da. Dem Schwert. Der Königin von Saba, so ein Reinfall. Hätte ich mir fast denken können. Ach man, ärgerlich. Gut, das ist ein Fragezeichen. Unerforschter Ort. Na, dann müssen wir den mal erforschen. Also das ist ja, ne? Interessant. Vielleicht ist da der Vogt drin. Händler ist hier auf jeden Fall. Am anderen Ende des Dorfes. Na gut, wir sind ja schnell unterwegs. Ja! Also da, wo die Kirche ist, ja, oder wird ein neues Haus gebaut, denke ich mal. Cool, dass auch mal sowas darstellen, ne? Überall gibt es einen Galgen. Jo, auf dem Gehöft da. Na, hier ist auf jeden Fall ein Gerber zu Hause. So sieht zumindest danach aus. Boah, vielleicht hat der einen Auftrag für uns. Da kommt der gerade. Nein, können wir nur bestehlen. Oh Gott, aus Versehen die Taste gedrückt mal wieder. Eieiei, Schwein gehabt. Mir ist ein Schuster, ist das. Na gut. Händlerin, ach, mit der können wir reden. Na? Guten Tag, wie kann ich helfen? Aber die hat einen allgemeinen Namen, also kann man mit der echt nur Handel treiben. Vielleicht hast du ja schöne Stiefel für uns hier. 4, mein Rüstwert von 4. Na, auf jeden Fall besser. Edle Stiefel sind das sogar. Heidewitzka. Oh, die kosten auch dementsprechend. Und die haben genauso den. Oh, die sind ein bisschen günstiger. Ja, nehmen wir die, komm.
In den Warenkorb. Prüfen, feilschen. Lass uns über den Preis. Nun. Na, erstmal runtergehen, ne? Was damit? Nur ein wenig mehr und. Oh, so? Das ist ein wenig. Siehst du? Ich wusste. Na, also geht doch. Ruf verbessert. Yay. Achso, wir haben ja noch Buttons im Verkauf, ne? Wo waren denn die Pilgerschuhe? Gut, dann ziehen wir die mal an. Können wir das nicht verwechseln? Dann verkaufen wir die einfach. Lass uns handeln. Verkauf. Magdeburger Wellenlinge? Warum haben wir die nicht angezogen? Ich weiß es nicht. In den Warenkorb. Falschen. Besprechen wir den Preis. Na, ein bisschen mehr, komm. So. Zufrieden? Schon besser. Also knausrig hier. In Ordnung. Okay. Super, nochmal den Ruf verbessert. Genau, jetzt wollte ich an die Beinlinge anlegen. Das könnte kritisch werden in einem Kampf. Wunderbar. Okay, questmäßig gibt's hier nicht mehr viel zu holen, oder? Na, vielleicht bei dem Pfaffen hier vor Ort. Ja. Ups. Sorry. Dass ich ihn schon mal befragt habe. Hat der hier was für uns? Totengräber, ne. Der hat noch nichts für uns. Nein! Gott. Ja, hätte ich fast bestohlen. Hätte ich auch anders rumlaufen können. Die Gräber haben wir ja schon mal ausgehoben hier. Aber hier ist auch keiner weiter drin. Kollekte? Nein. So weit sind wir noch nicht gesunken. Wir sind ja relativ reich. Nein. Machen wir nicht. Und ein unbescholtener Bürger. Ups. Ja, dann würde ich mal sagen, Leute. Ich weiß nicht, ob wir irgendwelche Quests noch machen können. Also ich habe etliche Quests schon erledigt. Ja, Moment, da fällt mir was ein. Klar. Erstmal auf die Karte linsen, weil manchmal sind ja hier so kleine... hier ist was. Aktivitätengeber. Okay, na gut. Es gibt auch noch was zu tun. Für einen Helden von Welt. Sehr schön. Dahinter irgendwo. Oder so. Auf dem Gelände hier, oder wie? Ja, sieht so aus. Na, dann steigen wir ab. Fragen wir mal die guten Leute, wie wir ihnen helfen können. Ah, ich will auch keine coole Quest verpassen, ne? Habe ich schon oft genug gemacht. Also die jetzt mit dem Schwert war nicht so cool. Da war eher das Coole, so diese ganzen Aktivitäten da auszuführen. Aber das Schwert an sich war es nicht wert, ne. Oh ne, ist doch in dem anderen Haus. Haha. Muss einfach mal näher ranzoomen. Hier beim Nachbarn. Haben die damals wirklich so viel Zäune gebaut? Kann ich mir ja nicht vorstellen. Ach, hier beim Fleischer. Der Fleischer hat was für uns. Der hier. Metzger, genau. Auch genannt. Tja, Junge. Ich hoffe mal. Brauchst du eine helfende Hand? Brauchst du eine helfende Hand? Nein. Aber ich habe ein Problem, Nachschub zu kriegen. Ah, Nachschub. Ich verstehe. Die Straßen sind nicht sicher. Ich bin kein Bauer. Ich kann dir nicht helfen. Ich verstehe. Die Straßen sind nicht mehr sicher. Nein, das habe ich nicht gemeint. Rind und Schwein kriege ich zuhauf. Aber die Bürgerlichen haben gehobenere Gelüste. Vielleicht kannst du mir ja unter die Arme greifen. Ich soll wildern gehen? Wildern? Oh, schon wieder. Heilige Maria, sowas würde ich nie vorschlagen. Na, dann ist gut. Nein, du müsstest das Wild auf andere Weise besorgen. Wie? Ich will dir ja nicht den Brei verderben, aber Wild wächst nicht auf Bäumen. Nein, aber wenn du zufällig mal in den Wald gehst und über was stolperst,
Wenn du verstehst, was ich meine. Oh, okay. Dann mache ich mal einen Spaziergang. Was hat er denn gern? Wenn mir was vor die Füße fällt, bringe ich es zu. Sehr schön. Freut mich, dass wir uns verstehen. Fürs erste Wildschwein. Ah, Wildschwein. Sehe, ob du was taugst. Und keine Angst, du gehst nicht leer aus. Na, das will ich ja hoffen. Schon wieder ein Jagdauftrag. Na gut, besser ist gar nichts. Damit können wir immerhin unsere Bogenschützenqualitäten wieder ausbauen, ne? Wildschweinfleisch für den Sauer Metzger. Ich will dann gehen. Nein. Ja, denkt wirklich, das wächst auf Bäumen, glaube ich. Oh Mann. Wo sind denn hier die Jagdgründe für Wildschwein? Oh nee, da unten waren sie. Ah, aber die waren relativ ergiebig. Was ist denn so weit weg? Gibt's hier nichts in der Nähe? Mann, hier kann ich nicht. Hier gibt's nur Hirsche. Könnte man auch gleich mitnehmen, ne? Weil sein, ja, so er sich ausdrückt, das impliziert ja auch, dass wir da noch andere Tiere jagen sollen. Im Anschluss daran, na, das ist im Norden weiter. Da nimmt sie nicht viel, ne? Wenn wir im Norden jagen gehen oder im Süden. Ja. Gut, Leute, dann machen wir das halt. Gehen wir nochmal jagen. Das ist näher dran auf jeden Fall, würde ich sagen. So, also erstmal raus hier. Ja. Ja, vielleicht einfach mal eine Markierung setzen. Na, wäre mal klüger. So, Marker. Wunderbar. Und einfach bloß dem Marker folgen. Ja. Sehr schön. Was für Leute, die nicht so orientierungsfähig sind. Ja. Da ist das echt perfekt. Oh. Kein Wunder, wenn man hier an sämtlichen Bäumen hängen bleibt. Ey. Ich kann nicht schwimmen. Klar, guck mal, hier ist doch. Ja, also. Das ist ein bisschen seichter. Waldmensch, perfekt. Da brauche ich die Rüstung nämlich nicht ausziehen. Ups. Bin ich denn? Oh, ein bisschen ist noch. Ja. Ah, nehmen wir auf den Rückweg gleich die Hirsche noch mit. Dann passt das. Ach so, da ist ja die Brücke. Okay. In Anführungsstrichen. Eine natürlich gebaute Brücke. Die wurde von der Natur quasi gebaut. So, okay. Jo, jetzt sind wir gleich da. Ja. Ich hoffe mal, der will als zweites Hirsche haben. Nicht, kommt er mir nicht mit Rehe. Könnte auch sein, ne? Haben die ja hier so manchmal drauf. Ja. Die Auftraggeber, die Questgeber. Ja, hier, dann kann ich mich erinnern an diese Bäume, die so ein bisschen kahl geschlagen waren. Genau, und hier war die Sule. Ja, das war schon richtig. Perfekt. So, schon mal auswählen, die Waffen. Wie, ich hab keine Pfeile. Achso, nicht ausgebildet oder was? Hätte irgendwelche Pfeile haben. Gewöhnlicher Pfeil. Ja, nimm das Gewöhnlichste der Gewöhnlichen. Jetzt hör auf, ich habe die gerade ausgewählt. Irgendwie ist das Spiel derzeit echt langsam. Aber Waldmensch ist nicht. Ach doch, also schon ein Tier auf jeden Fall. Ja, Waldmensch ist nicht ausgewählt, leider. Hm? Bin nur in den Busch geschossen. Nicht auf das Tier. Oh, also da haben wir ihn ja schon. Perfekt, mal sehen, wie viel wir brauchen. Komm. 40 nur. Oh Gott, ich bin überladen dadurch. Na komm, dann lass mal den Rest einfach fallen. Was soll's. Nahrung fallen lassen. Ja, Schweineleber. Ja, Schweineleber wollt ihr da eh nicht haben, ne? Können wir gänzlich fallen lassen. Geld habe ich genug.
mal 60 oder so. Können wir vielleicht das andere noch veräußern? Ich will nochmal überladen. Nein! Na gut. 25 ohne Plan. Gut, machen wir das. Ah, 25, komm. Perfekt. Nö, hat keiner, ich bin immer noch überladen. Na gut, reiten kann ich ja damit, ne? Wo ist denn der Gaul wieder? Ist die armen Wildschweine in Ruhe, Gender? Ich glaub's ja wohl. Muss so anständig bleiben hier. Jetzt muss ich dir die Absolution erteilen. Das war die endgültige. Okay. Jetzt machen wir wieder über den Fluss hier. Wo auch immer das geht. Ging. Achso, ich sollte mal die Markierung austauschen, ne? Jetzt komme ich da bloß durcheinander, ne? Ja, hoffentlich werde ich nicht erwischt wegen dem Vogel. Den komischen Auftrag hier. Das wäre echt nicht so. Weiter hineingehe, trinke ich vielleicht. Ja. Ich hab's verstanden. Ups. Vielleicht. Also immerhin. Er hat's noch relativiert. Na gut, vielleicht kann er ja inzwischen. Oh. Ach so. Hat mich der Gaul abgeworfen. Na gut. Können wir nur kurz Gas geben immer? Ja, das geht auch. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie lang die Folge schon ist, ey. Ich will wenigstens noch den einen Auftrag erfüllen. Spezialisierung greift, Waldmensch. Brauchen wir nur noch Hirsch. Ein Tier mit A. Ich weiß, dass ich nicht sporten kann. Ich werde nur ein Hirsch, Mensch. Langsam dunkel, ich sehe bald nichts mehr. Dann hätte ich ein mittelschweres Problemchen. Ich bin doch richtig hier. Hier auf der Lichtung, da müssten die eigentlich aufkreuzen. Wenn sie mir gewogen sind, aber das Jägerglück ist heute nicht. Ist mir heute nicht so hold. Also Maria. Das ist kein Hirsch. Maria können wir mitnehmen. Zack. Rehfleisch, nehmen wir nicht so viel mit. 140, das reicht. Die wollen ja mal bis 40, die Auftraggeber, ne? War bisher immer so. So, Reh haben wir auch schon mal. Jetzt nur noch Hirsch, bitte. Von da drüben. Ja, ich war's. So. Ich geb's ja zu. Ja. Wie, was mit der Quest, du Heini? Hä? Der mich jetzt veräppeln? Also irgendwie sind die Quests hier manchmal ganz schön kaputt. Immer noch. Aber soll ich das einfach an ihn jetzt verkaufen oder was? Ich meine, kann ich ja machen, ne? Also, aber ich glaube, das... Ach so! Ich muss das ja erstmal... Ja, ja. Mein Fehler. Das war mein Fehler jetzt. Ich gebe es zu. Die registrieren das ja erst, wenn ich es in meinem Inventar habe. Ins Inventar. Alles, ja. Apfelschweinfleisch, ja. Ich habe ja noch so viel dabei gehabt. Ha. Können wir auch noch bei ihm verkaufen. Jetzt müsste es funktionieren, oder? Na also, Bild über euch. Ich will das bloß schnell loswerden, ey. Lass mal sehen. Ja. Achso, bestätigen. Sieht gut aus. Hier hast du was für die Mühe. Hätte noch was. Die Frau vom Rüstschmied will Hasen. Warum hat sich der Ruf verschlecht? Hab versucht, ihr Gänsegedärme unterzujubeln, aber die lässt sich nicht lumpen. Sie will Hasen für die Suppe? Hasen klein. Innereien. Kleine Hasen. Aha, Innereien vom Hasen, ja. Innereien, okay. Na toll. Alles klar, Leute, aber das machen wir einfach beim nächsten Mal. Oh, jetzt schieben wir schon wieder Hunger. Ah, jetzt kann man die Fackel ausmachen. Also denn, bye bye, ciao, ciao.
euer Eschak. Lasst es euch gut gehen. Und falls euch die Folge gefallen hat, wisst ihr ja, lasst ein Like gen Norden da. Bis dann.